Schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie heute zum Patiententag und ich habe die Möglichkeit, Ihnen Einführung zu geben über die Krankheit Multiples Myelom und Sie versuchen darauf einzustimmen, wie diese Krankheit funktioniert, wie wir uns damit auseinandersetzen. Ich will mal sehen, dass ich das in 45 Minuten Ihnen präsentiere und dass wir noch so 10 Minuten Zeit haben für Fragen aus dem Auditorium. Und das ist eigentlich das Übel der ganzen Situation. Es gibt Zellen im Körper. Diese Zellen sehen Sie hier. Und ich sage immer, die Studenten erkennen die Zellen. Das sind sehr, sehr eigenwillige Zellen. Sie sehen hier so etwas Dunkles, das ist der Zellkern. Sie sehen dann so eine bläulich-violette Umrandung, das ist, das, wir sagen, das Zytoplasma. Und Sie sehen neben dem Zellkern so eine Aufhellung. Das sind ganz aktive Zellen, die wir alle im Körper haben. Und diese Zellen produzieren Eiweiße, wir nennen die Immunglobuline. Und diese Immunglobuline sind ganz wichtig, dass wir Abwehrkräfte haben gegen Bakterien, gegen Viren. Und das ist etwas ganz Physiologisches. Wenn eine Zelle die Oberhand gewinnt und wächst, dann bildet sich, wir sagen, eine monoklonale Erkrankung. Mono steht für allein und Klon ist eine Zellansammlung. Und dann sind diese Zellen nicht mehr verschiedene Gesichter, sondern die haben ein Gesicht. Und wenn die dann den Körper überwachsen und bei einem Patienten mit neu diagnostizierten Myelom ist das dann so ungefähr 1 Kilogramm von diesen Zellen, die von einem Klon sind, dann ist es das Multiple Myelom. Und das wird eben als bösartige Bluterkrankung genannt. Das sind Zellen, die zum Blutsystem gehören. Und wie ich Ihnen gesagt habe, ist es ein Klon in der Regel bei den Patienten, der wächst und der die gesunden Zellen im Knochenmark verdrängt. Und damit ist auch schon klar, womit Myelompatienten sich auseinandersetzen. Im Knochenmark ist die Blutbildung, das heißt, die Blutbildung wird verdrängt. Die Patienten bekommen eine Blutarmut, eine Anämie. Die Patienten bekommen durch die Verdrängung einen Immundefekt, das heißt, es sind nicht mehr genug Abwehrstoffe im Körper. Deshalb sind Myelompatienten ganz besonders gefährdet, eine schwere Infektion zu bekommen und an dieser Infektion auch zu versterben. Diese Zellen wachsen im Knochenmark, die zerstören den Knochen und 80% der Myelompatienten haben eben Knochenzerstörung, haben Knochenschmerzen ganz unterschiedlicher Art. Und wenn diese Zellen ganz bösartig sind, dann zerstören sie den Knochen so schnell, dass so viel Kalzium freigesetzt wird und dass dieses Kalzium im Blut nicht ausgeschieden werden kann. Und die Patienten bekommen Durst und sie werden verwirrt. Das ist somit die schlimmste Form der Diagnose oder der Bösartigkeit des Myeloms. Wir nennen es die Hyperkalzämie, also zu viel Kalzium im Blut. Und das sind eigentlich die Hauptsymptome, wodurch ein Myelompatient erkrankt. Früher hat man sich die Zellen angeguckt im Mikroskop und ich denke, Sie erkennen die Zelle wieder. Ich sage nochmal, der Student erkennt die Zelle, dass es sowas Auffälliges, dass man das ganz schnell differenzieren kann. Sie sehen nochmal, wie so eine Zelle aussieht, Zellkern. Hier werden die Eiweiße gebildet, hier ist besondere Zellaktivität, das ist das Zytoplasma und manchmal sind sogar so kleine Einschüsschen drin in den Zellen. Das sind die Immunglobuline, die in den Zellen dann sind und ins Blut sezerniert werden. Myelom ist nicht ganz einfach. Warum? Es ist nicht ganz so häufig in Norddeutschland und auch in anderen Staaten. Es erkranken ungefähr pro Jahr 4 Patienten von 100.000. Ich sage immer so, das bedeutet, dass ein Hausarzt in seinem ganzen Leben, je nachdem, 5 bis 10 Myelompatienten richtig sieht. Wenn er so 30, 40 Jahre tätig ist, dann hat er pro Jahr einen halben Myelompatienten. Also das heißt, der Hausarzt hat in der Regel wenig Erfahrung mit Myelom. Und wir hatten vorhin gerade gehört, Myelom macht Knochenschmerzen. Und wenn man in die Statistik reingeht von den Krankenkassen, dann hat fast jeder Rückenschmerzen heutzutage. Und der wichtige Punkt ist, dass der Hausarzt oder der Orthopäde daran denken muss, dass die Rückenschmerzen, wenn sie mal anders sind, vielleicht auch durchs Myelom bedingt sein können. Und viele Patienten haben eine längere Zeit, brauchen längere Zeit von den ersten Symptomen bis zur Diagnosesicherung. Wenn man den Ärzten glaubt, dann ist es 3 Monate. Also wenn man genau fragt den Patienten, wann haben Sie das erste Mal neue Rückenschmerzen gehabt, wann haben Sie sich das erste Mal schlecht gefühlt, dann ist es 3 Monate. Wenn die Patienten sich selber befragen, sind es 6 Monate. Das heißt, der Patient, wenn er weiß, ich habe Myelom, denkt nochmal nach, zurück, habe ich vielleicht doch früher was gehabt. Das heißt also, vom ersten Symptom einer bösartigen Krankheit bis zur Diagnoseversicherung gehen 3 bis 6 Monate.
Eines der Ziele von den Ärzten, die sich mit Myelom beschäftigen und natürlich auch von Patientenorganisationen ist, ein besseres Verständnis für das Myelom darzustellen, die Krankheit früher zu erkennen und nicht erst zu erkennen, wenn die Knochen kaputt sind, sondern zu erkennen, wenn eine Gefahr droht, dass der Knochen brechen kann und frühzeitig die Erkrankung einleiten. Das ist ein Bild von Professor Bartel, der hier auch schon im Hörsaal gewesen ist und die Patienten begeistert hat. Das ist ein Münchner Kollege und der hat ein sehr schönes Bild gemalt. Zusammen mit dem Jan Haska aus Mannheim, das sind also beides Professoren, die sich mit Myelom beschäftigen. Sie erkennen wieder die Zelle, die ist vielleicht ein bisschen heller jetzt im Bild, aber Sie wissen schon, exzentrischer Kern, perinukleäre Aufhellung, also um den Kern herum ist es heller, weil dort Immunglobuline produziert werden und dieser blaue Zytoplasmaplan. Das sind alte Daten. Wenn Sie das jetzt heute mitnehmen, dann werden Sie heute Abend sehen oder heute Nachmittag, dass das viel, viel besser geworden ist. Die myelomverletzten Patienten leben glücklicherweise länger durch neue Medikamente. Und damals war es besonders, sage ich mal, furchtbar, wenn ein Patient ein Handbuch genommen hat oder damals war es der Pschyrembel, ein Wörterbuch der Medizin. Man schlägt das auf, multiples Myelom, mittlere Lebenserwartung war damals keine 3 Jahre. Wir sind heute soweit, dass wir das mindestens verdoppeln konnten. Wir werden Ihnen zeigen, dass wir Patienten haben, die 15 Jahre, 20 Jahre leben und dass es zu erwarten ist, dass diese Zahlen durch neue Medikamente weiter verbessert werden. Das Myelom ist dann so, diese roten Punkte, das sind diese Myelomzellen, die wachsen, die bilden einen Tumor. Ein Tumor ist etwas, was verdrängend wächst. Und Sie sehen, dass dieser Tumor dann im Knochen drin sitzt und hier den Knochen anknabbert und wenn der immer größer wird, den Knochen zerstört und der Knochen bricht. Sie sehen aber, es gibt eine zweite Möglichkeit, diese kleinen Punkte, dass das Myelom ganz diffus im Körper wächst. Also nicht solche lokalen Schäden macht, sondern sich ganz diffus im Knochenmark ausbreitet und dann unspezifische Symptome macht. Und das ist dann eine diffuse Knochenzerstörung, die heißt auch Osteoporose. Und wenn Sie das Wort hören, Osteoporose ist auch was ganz häufig in Deutschland ist, insbesondere bei Frauen, die kriegen oft Osteoporose. Und deshalb haben wir manchmal Patienten, die kommen lange Zeit nicht diagnostiziert, weil man denkt, das ist was Häufiges, das ist die Osteoporose. In Wirklichkeit ist es aber dann das Myelom, was im Knochen wächst und den Knochen zerstört. Es gibt in Deutschland so ein bisschen eine Besonderheit. Manche sagen auch, das Myelom ist Plasmozytom. Das hört sich so ähnlich an, aber das ist meiner Ansicht nach nicht richtig, insbesondere wenn die Patienten oder Angehörige ins Internet gehen. Im Englischen ist es so, multiples Myelom, das heißt an vielen Stellen ist die Krankheit, ist eine Systemerkrankung, die den ganzen Körper befällt. Das Plasmozytom ist eine Erkrankung, die nur an einer Stelle ist. Wenn ich eine Erkrankung habe an einer Stelle, dann kann ich bestrahlen oder ich kann operieren und den Tumor rausschneiden. Und das ist so, wenn die Patienten wirklich ein Plasmozytom haben, dass wir 50% der Patienten heilen können, weil der Tumor durch Bestrahlung vernichtet werden kann oder durch Operation entfernt werden kann. Warum können wir nicht 100% dieser Patienten heilen? Weil bei einigen Patienten, also bei 50%, die Krankheit, man sagt dann bei den Tumorerkrankungen, gestreut hat, dass sie schon kleine Absiedlungen im Knochenmark gebildet hat und auch wenn der Haupttumor raus ist, die Krankheit wiederkommt. Also eine Botschaft ist, multiples Myelom ist etwas anderes als Plasmozytom, auch wenn in Deutschland immer noch einige Ärzte sagen, das Plasmozytom ist das gleiche wie das multiple Myelom. Wer das mal testen will, kann ins Internet reingehen und multiple Myeloma eingeben und Plasmozytoma und Sie werden sehen, Sie finden 10-mal mehr Berichte über multiples Myelom als über Plasmozytom, weil hier natürlich viel mehr gearbeitet wird, weil es viel häufiger ist, viel gefährlicher ist als die Krankheit, die man zu 50% heilen kann. Es gibt andere Myelomerkrankungen, die wachsen aus dem Knochen raus. Eigentlich ist es eine Krankheit des Myelom, die im Knochen bleibt. Aber wenn die Zellen besonders bösartig sind, dann brauchen sie das Knochenmark nicht mehr. Und dann wachsen sie raus und Sie sehen hier auch etwas ganz, ganz Furchtbares. Damals war die Überlebenszeit kein Jahr für diese Patienten. Heute sind wir viel, viel besser. Das hat 2 Gründe. Das erste, wir erkennen das viel früher. Als das hier 1988 war, gab es keine Computertomographie, da gab es keine Kernspintomographie. Da musste man im Grunde warten, bis die Beule kommt, bis man was fühlen kann oder im Röntgen, im Thorax einen Tumor sieht. Heute, Sie werden heute Bilder sehen, gucken wir in die Patienten hinein, analysieren diese Patienten und wenn wir so einen Herd sehen, der besonders im Becken gerne wächst, dann wird bestrahlt und wir können durch Bestrahlung und intensive Therapie insbesondere diesen Patienten sehr, sehr viel helfen. Das ist eine seltene Form von Myelom, 10%. Und Sie sehen, diese Krankheit hat nur so eine Tumore.
die hat nicht diese diffuse Situation. Und das ist etwas so vielleicht mehr für die Ärzte. Wenn man das Myelom diagnostiziert, sticht man in den Knochen rein, holt sich ein Knochenmarkteilchen raus, guckt sich an, ob die Zellen da sind, die ich Ihnen gezeigt habe, diese Zelle. Und wenn man hier reinsticht, hat man von diesen kleinen Punkten ein paar von diesen Zellen und weiß, das wird Myelom sein. Wenn Sie solch einen Patienten Knochenmark punktieren und stechen hier daneben, haben Sie ganz normales Knochenmark und der unerfahrene Kollege wird sagen, oh, das kann ja kein Myelom sein, das sind ja keine Plasmazellen. Aber in Wirklichkeit ist es ein Myelom, was nur multifokal wächst und nicht diffus. Und da muss man immer vorsichtig sein, wenn das Knochenmark unauffällig ist, es kann auch daneben gestochen sein. Die andere Variante ist, Sie stechen hier rein oder der Doktor sticht hier rein und trifft so einen roten Herd, dann hat er 100% Plasmazellen. Und der Patient denkt, oh Gott, das ist ja 100% Tumor. In Wirklichkeit ist es in einen Tumorherd hineingestochen und wenn Sie vielleicht hier reinstechen, dann sind es nur 20-30%. Also beim Knochenmark immer ein bisschen vorsichtig sein. Das Myelom ist keine diffuse Krankheit, sondern meistens eine Kombination von Herden, von Plasmozytomen mit einer diffusen Knochenmarkdurchsetzung. Und es gibt noch was ganz anderes. Wir haben bei den Patiententagen auch immer Patienten dabei, die haben eine ganz seltene Krankheit, noch seltener als das Myelom. Die heißt Amyloidose. Da sind auch Plasmazellen, in der Regel nicht viele Plasmazellen. Und diese Plasmazellen produzieren ein Eiweiß. Dieses Eiweiß lagert sich ab in Organe im Körper. Und die Krankheit heißt dann Amyloidose, weil das ein grünlich-rötliches Protein ist im Mikroskop. Und Sie sehen, es ist auch eine furchtbare Diagnose, weil dieses Eiweiß die Organe schädigt und insbesondere, wenn das Herz durch das Eiweiß geschädigt ist, ist die Prognose schlecht. Wenn wir uns das Ganze angucken, bitte nehmen Sie mit, das sind Daten von 1988. Wir werden heute im Tag lernen, dass das viel, viel besser geworden ist. Sie sehen aber auch die Problematik für die Patienten, wenn die kommen und sich belesen haben und wissen, welche Gefahren für ihr Leben vor ihnen stehen. Das ist die Situation, wie wir heute arbeiten, zur Einteilung des Multiple Myeloms. Hier steht aktives Multiples Myelom, hier steht Smoldering Multiple Myeloma und hier steht monoklonale Gammopathie unbekannter Signifikanz. Was will ich Ihnen sagen? Ein Myelom hat diese Knochenmarkzellen, diese Plasmazellen. Das Myelom hat das Produkt der Plasmazellen, das Eiweiß. Wir nennen das M-Gradienten oder monoklonales Protein. Und wir haben schon gelernt, die Myelompatienten haben Knochenerkrankung, entweder Osteolysen oder diffuse Osteoporose. Die Patienten können haben eine Blutarmut, eine Anämie, 50% der Patienten zum Zeitpunkt der Diagnose haben Anämie. Die Patienten können eine Nierenverschlechterung haben. Warum Nierenverschlechterung? Weil ein Teil der Eiweiße über die Niere ausgeschieden wird. Und das Eiweiß, was über die Niere ausgeschieden werden kann, ist viel, viel mehr als bei gesunden Menschen. Die Niere kann dieses Eiweiß nicht zurückresorbieren, also nicht zurücknehmen. Und bei besonderen Situationen kann dieses Eiweiß in den Nieren ausfallen, die Nieren, ich sage mal, wirklich verstopfen. Und dann ist eine Niereninsuffizienz, die lebensbedrohlich sein kann. Und wir hatten auch schon gehört, wenn der Knochen aufgefressen wird, wenn er zerstört wird, dass Kalzium freigesetzt wird und dieses Kalzium gehört in großen Mengen nicht ins Blut, dass die Patienten dann sehr durstig werden, dass die Patienten verwirrt werden und das kann sehr schlimme Ausmaße annehmen. Wenn Sie das dann lesen, die Symptome, dann steht hier CRAB und das hat sich im Englischen eingebürgert. Ein Patient mit multiplem Myelom, ich sage mal den Lehrbuchsatz, muss behandelt werden, wenn er ein multiples Myelom hat. Und wenn er diese Symptome, die CRAB-Symptome hat. Ein Patient mit Multiplem Myelom muss nicht behandelt werden, wenn er ein schlafendes oder ein Smoldering Multiple Myeloma hat. Das ist eine neue Form des Multiple Myeloms. Für manche Patienten auch eine problematische Situation. Ich habe den Namen für eine bösartige Erkrankung und ich werde nicht behandelt. Warum behandeln wir diese Patienten nicht? Weil jede Therapie auch Nebenwirkungen hat. Und wenn der Patient keine Organschädigung hat, dann getrauen wir uns nicht, diese Patienten zu behandeln, weil wir natürlich auch als Ärzte für die Nebenwirkungen zur Verfügung stehen müssen und mit denen umgehen. Wir arbeiten gerade daran und wenn ich sage wir, dann sind es auch Kollegen aus der Heidelberger Gruppe, ein Hochrisiko schlafendes Myelom zu definieren. High Risk Smoldering Myeloma. Und das Ziel ist zu sagen, hör her Patient, zu 80% wirst du in den nächsten 2 Jahren solche schweren Schäden haben. Und wenn man das weiß, mit einer Wahrscheinlichkeit zum Beispiel von 80%, dann glauben wir, dass wir auch berechtigt sind, diese Patienten zu behandeln.
Patienten mit Gammopathie unbekannter Signifikanz werden nicht behandelt, werden bei uns aber auch hier schwerpunktmäßig betreut, weil wir lernen wollen, warum wird aus einer Gammopathie, also aus einer kleinen Menge monoklonalen Protein von wenig Plasmazellen, die bösartige Erkrankung, was ist die Ursache von der Vorstufe zum Multiple Myelom? Das ist häufig. 7% der über 50, der 70-Jährigen haben eine Gammopathie. Das ist selten, das Multiple Myelom mit 4 Neuerkrankungen pro 100.000 Menschen in Deutschland. Bitte beachten, ein Bild von 1992. Viele haben vielleicht auch mal ihren Arztbrief angeguckt. Da steht drin, Klassifikation nach Salmon und Turi. Und das hat hier der Brian Turi das Bild entworfen. Wir haben das ein bisschen aktualisiert. Und da will ich Ihnen versuchen zu erklären, wie funktioniert diese Myelomerkrankung, was sind die Probleme und wo geht's hin, wo haben wir vielleicht auch Erfolge. Wir wissen, jeder Patient mit Multiple Myelom hat eine Gammopathie unbekannter Signifikanz oder unspezifischer Signifikanz. Das heißt, wenn man das Blut untersucht, findet man ein falsches Eiweiß. Oder falsch ist es gar nicht, man findet ein einzigartiges Eiweiß. Wir sagen deshalb monoklonales Protein. Die diskutiert werden. Das eine ist, die Genetik der Zellen verändert sich. Es kommen zusätzlich bösartige Signale in die Gammopathiezellen. Deshalb nimmt die Krankheitsaktivität zu und der Patient bekommt zum Beispiel eben diese Knochenschmerzen. Wir können diese Krankheitsaktivität in der Regel an der Zunahme des monoklonalen Proteins messen. Der Doktor kann also aus dem Blut, aus dem Urin analysieren, hier passiert was. Hier ist Gefahr im Verzug und wenn der Patient dann Symptome hat, wird der Doktor die Therapie einleiten, wird das vorher besprechen und wird sagen, welchen Weg gehe ich. Und da gibt es im Grunde zwei Wege. Der eine Weg ist für junge Patienten. Was ein junger Patient ist, das wissen wir so gar nicht so richtig. Wir streiten uns im Augenblick zwischen 55 Jahren und 75 Jahren. Es gibt ganz unterschiedliche Ansichten, was ist jung, was ist alt. Also ungefähr mal die Größenordnung, wo wir uns unterhalten. Manche sagen, ein alter Myelompatient ist eben 56, manche sagen, ein alter Myelompatient ist 76. Und das Problem ist, dass man weiß, dass die Patienten im höheren Alter jetzt auch in besseren Konditionen sind als vor 20 Jahren. Und jetzt ist die Frage, kann ich einem Patienten zum Beispiel mit 65 Jahren zumuten, eine Therapie, um das ganze Myelom wegzubehandeln? Das werden Sie heute lernen, das ist eine sehr, sehr intensive Therapie. Oder getraue ich mir nicht, den Patienten so intensiv zu behandeln, sondern ich versuche, die Menge der Tumorzellen und deren Produkte zu reduzieren und ein Leben mit dem Myelom darzustellen. Bei einigen Patienten können wir heute nicht versprechen, dass der Patient eine komplette Remission kriegt. Komplette Remission heißt, dass die Krankheit wegbehandelt ist, sondern wir müssen ganz ehrlich mit dem Patienten reden und sagen, Sie haben vielleicht Begleiterkrankungen, Sie sind vielleicht zu alt, wir versuchen jetzt die Krankheit wegzubehandeln. Oder der Patient ist in einem guten Zustand oder er kommt in einen guten Zustand und wir sagen, wir versuchen mit neuen Medikamenten, mit ganz intensiver Therapie, mit Hochdosistherapie, die Krankheit wegzubehandeln und versuchen hier eine komplette Remission zu kriegen. Und der Professor Dury, der ist immer ein großer Visionär, der zeigt natürlich hier, das wäre die Heilung für 100% der Patienten. Da sind wir nicht, sondern da wollen wir hin. Und das Ziel, eine Heilung zu kriegen beim Myelom, wird meiner Ansicht nach sein, dass man mit neuen Substanzen, da werden Sie sehen, dass wir viele entwickeln, nicht wir, sondern die in der Welt entwickelt werden, wir beteiligen uns dran, mit diesen neuen Substanzen und zum Beispiel mit der Hochdosistherapie eine tiefe Remission zu bekommen. Und wir haben sowas schon in den 90er Jahren gemacht und wir haben in den 90er Jahren aufgehört, weil die Medikamente nicht gut genug gewesen sind. Wir haben in den 90er Jahren keine kompletten Remissionen beim Myelom molekularbiologisch gekriegt. Und wir sind jetzt an der Ära, dass das molekularbiologisch möglich ist, dass also keine Tumorzellen mehr im Körper sind bei einigen Patienten oder jedenfalls nicht mehr nachweisbar sind. Und wir sind der Meinung, dass das Tor für die Heilung eines Teils der Myelom-Patienten offen ist. Die meisten Patienten haben leider diesen Verlauf und mit dem müssen wir uns natürlich auch ganz massiv auseinandersetzen. Die Krankheit kommt wieder, der Doktor sagt, Sie haben ein Rezidiv. Oder er sagt, Sie haben einen Progress, die Krankheit ist jetzt wieder in verstärkter Aktivität. Und dann muss mit dem Doktor, mit dem Patienten, mit dem Angehörigen gesprochen, was ist die beste Therapie. Und Sie sehen, wenn die Krankheit wiederkommt, ist es eigentlich nicht möglich, den Patienten zu heilen.
Also wenn die Krankheit rezidiviert, dann ist es eigentlich in Ausnahmefällen nur noch möglich, einen Patienten in eine Langzeitremission zu bekommen. Es gibt diese Patienten, aber das dürfen wir nicht als Ziel der rezidivierten Myelomerkrankung sehen, sondern es muss eigentlich mit dem Patienten gesprochen werden, wie kann ich mit der Therapie umgehen, wie kann ich mit der Lebensqualität umgehen, wie kann ich das viele Jahre gut gestalten, ich sage mal ein Leben mit einer gewissen Aktivität vom Myelom. Für neu diagnostizierte Patienten also zwei Wege, die aufgehen. Ein Weg sehr aggressiv, komplette Remission, Krankheit wegbehandeln, ganz doll wegbehandeln, möglichst lange in Remission bleiben, Weg zur Heilung. Die meisten Patienten müssen leider den Weg heute noch gehen, dass wir die Krankheit nur teilweise wegbehandeln können. Das sind insbesondere die alten Patienten. Ich sage mal, für uns sind die über 70 Jahre hier in Heidelberg. Es gibt Ausnahmen, aber über 75 Jahre würden wir keinen aktiven Weg mehr gehen, diese ganz aggressiven Medikamente in Kombination mit Hochdosistherapie einzusetzen. Das wird immer noch in den Briefen genutzt. Das ist die Klassifikation, mit der wir 30 Jahre die Behandlungsindikation festgelegt haben, vom Professor Dürrie, der letztes Jahr hier im Hörsaal gestanden hat. Und es geht darum, wann wird ein Patient behandelt. Ich habe Ihnen gesagt, es ist heute so, dass wir symptomatische Patienten behandeln, also nur Patienten, die Symptome haben. Jetzt müssen wir fragen, haben wir das 30 Jahre falsch gemacht? Hat der Professor Dürrie uns damals was Falsches gesagt? Und es ist nicht so, Sie gucken mal hier, Stadium 3 war damals die Behandlungsindikation und die Patienten kamen damals immer an und haben gesagt, Mensch, ich habe ein Stadium 3, ist das nicht das Endstadium? Schlimmer kann es ja nicht werden. Was bedeutet so ein Stadium 3? Und Sie sehen mal hier, das heißt Hämoglobin, das heißt Anämie, das heißt Kalzium, Hyperkalzämie haben wir schon gehört, Osteolysen heißt Knochenzerstörung und hier unten steht die Nierenfunktion mit einem Kreatininwert. Im Grunde sind es die gleichen Definitionen wie heute. Es gibt einen Unterschied. Hier steht IgG, IgA, Ben-Jones. Das sind diese Eiweißprodukte und wir behandeln heute nicht mehr die Patienten in der Regel, nicht mehr aufgrund der Konzentration der Eiweiße. Also wenn der Patient dann fragt und sagt, Herr Doktor, können Sie mir sagen, werde ich bei einem IgG von 50 behandelt, 50 Gramm pro Liter, das ist eine Konzentration, was relativ viel ist, da muss man heute sagen, das weiß ich nicht. Das ist keine Definition für uns, die bewiesen ist, sondern wir gucken in Ihren Körper rein, wir gucken, wie Ihr Körper mit 50 Gramm pro Liter eines monoklonalen Proteins umgehen kann. Vor 10 Jahren hätten wir solch einen Patienten, wenn das zum Beispiel 70 Gramm gewesen wären, vom IgG behandelt und hätten aufgrund der Menge oder der Konzentration des Proteins die Behandlungsindikation gestellt. Das machen wir heute nicht mehr, sondern wir behandeln nur symptomatische Patienten. Dafür gibt es schon wieder ein neues System, was die Patienten auch in den Arztbriefen lesen können und was hier auch, muss man ganz klar sagen, 2003 erschaffen worden ist. Das ist das Klassifikationssystem nach dem ISS-System, International Staging System. Und in den Briefen steht da drin 1, 2, 3. Und 3 ist das Schlechteste. Und der Patient dann fragt auch wieder, was bedeutet das für mich, Herr Doktor? Das ist ja furchtbar. Damals haben die Patienten mit dem Stadium 3 nur wenige Jahre gelebt. Ist es heute noch so? Man muss sagen, dieses Stadium 3 mit einem hohen Beta-2-Mikroglobulin, das ist gefährlich. Wir versuchen auch, wenn diese Patienten solch ein Stadium haben, darüber zu reden, dass man vielleicht aggressivere Therapien anwenden muss als im Stadium 1, wo die Krankheit nicht so bösartig ist. Wenn dann geguckt wird, gibt es viele, viele andere Prognosefaktoren, die in den Briefen drin stehen. Ich denke, das ist für Sie zu viel, jetzt über die Einzeldinge zu bereden. Das mag vielleicht ein bisschen unfair jetzt für Sie sein, aber ich verlasse mich auch auf Leute, die sich mit manchen Dingen auskennen, lassen mir das erklären und eine Wertung vornehmen. Ich möchte Ihnen das nicht ausreden, aber selbst bei den Doktoren, die sich mit dem Myelom auseinandersetzen, gibt es zu manchen Dingen unterschiedliche Einstellungen. Der eine bevorzugt das mehr, der andere das. Und wir haben auch gestern auf einem Studientreffen diskutiert, es gibt eben große Zentren auch in Nordamerika, in den USA, die ihre eigenen Festlegungen haben, wo man nicht immer 100% die gleiche Sichtweise hat. Wir wollen nicht sagen, dass das nicht 100%ig bewiesen ist, aber es gibt auch bei den Doktoren eben Bevorzugungen von bestimmten Konstellationen. Das müssen wir einfach feststellen. Aber Sie sehen, in den Briefen wird oft über Zytogenetik berichtet. Sie werden sehen, das ist heute ein großer Punkt für uns, dass wir uns schwerpunktmäßig mit den genetischen Veränderungen der Tumorzellen verändern.
Es gibt eben Laborwerte, die wir aus dem Blut rausnehmen können. Wir versuchen auch noch mehr die Gene zu analysieren, welche sind überaktiv bei multiplen Myelom und das in die Prognose mit einzubeziehen. Jetzt ein bisschen zur Therapie. Auch da werden Sie heute ganz viel über neue Medikamente hören und ich will Ihnen die Grundzüge der Therapie vielleicht hier an diesem Bild darstellen. 1962 war dann das erste Mal für die Myelompatienten wirklich eine Therapie möglich. Vorher hatte man Medikamente gegeben und der Robert Keil hat uns erzählt, dass dann die Studien nochmal alle analysiert worden sind und man muss wirklich sagen, das erste richtige gute Medikament beim Myelom ist das Melphalan gewesen. Wir sagen, das ist ein Glukokortikoid in Kombination mit dem Prednison. Und das ist auch heute noch in vielen Studien in Mitteleuropa und in der täglichen Praxis, wir sagen das Rückgrat der Myelomtherapie, eine alkylierende Substanz wie Melphalan in Kombination mit einem Medikament wie Prednison oder Dexamethason, das sind Glukokortikoide. Die Engländer haben dann gesagt, okay, man kann Melphalan steigern, man kann das ganz intensiv machen. Das hat gezeigt, dass Patienten, die refraktär sind, also die nicht mehr ansprechen auf das Melphalan, durch Hochdosis Melphalan wieder ansprechen. Und das war eine der ganz wichtigen Entwicklungen in der Blutkrebstherapie, dass man die autologe Knochenmarktransplantation erkannt hat, dass man dann hier auch in Heidelberg diese Hochdosis Blutstammzelltransplantation eingeführt hat. Und heute ist ein weiteres Element der Therapie bei multiplem Myelom, sehr hochdosiertes Melphalan zu geben und die Patienten zu transplantieren. Und eines der Hauptindikationen in Deutschland für die autologe Blutstammzelltransplantation ist das Myelom mit der Hochdosistherapie gefolgt von autologer Blutstammzelltransplantation. Wir können den Patienten Medikamente geben, die den Knochen stärken. Das wichtigste Gruppe dieser Medikamente sind die Bisphosphonate. Und viele Patienten bekommen Infusionen einmal im Monat, damit der Knochen gestärkt wird. Das hat sich gezeigt, dass diese Bisphosphonate den Knochen signifikant stärken, also mathematisch bewiesen, und dass diese Bisphosphonate die Knochen- und Schmerzfrequenz reduzieren. Und es gibt auch eine große Studie, die vor 3 Jahren publiziert worden ist. Wer regelmäßig ein Bisphosphonat bekommt, hat eine bessere Prognose mit multiplen Myelomen. Sie sehen dann auf einmal ein Wort hier, Thalidomid, hat insofern eine ganz wichtige Beziehung zu Deutschland, weil das Thalidomid das Kontergan war und die Älteren wissen das mit Sicherheit. Das war mal ein Schlafmittel, was in Deutschland angewandt worden ist, was einen Arzneimittelskandal gemacht hat, weil Fehlbildungen induziert worden sind vom Thalidomid. Und die andere Situation ist, Thalidomid war das erste Medikament außerhalb der richtig klassischen Zytostatika, der Krebsmedikamente und der Glukokortikoide, was beim Myelom geholfen hat. Heute wissen wir, dass dieses Schlafmittel eine immunmodulierende Wirkung hat. Und die Ärzte haben auch manchmal gute Namen, immunmodulierend, das heißt das Immunsystem beeinflussend. Das kann ganz viel und ganz wenig sein. Es hat noch ganz viele andere Wirkungen, gegen die Blutgefäßneubildung wirkt es. Und das war 1999 Bart Balorgi in Little Rock, der das alte Kontergan bei Myelompatienten gegeben hat. Und das war lange Zeit eins der Medikamente, was wir oft eingesetzt haben, in und außerhalb von Studien. Wir haben das ganz große Glück, dass eine ganz neue Medikamentengruppe beim Myelom mehr oder weniger durch Zufall entwickelt worden ist. Das ist eine Medikamentengruppe, die in den Stoffwechsel eingreift der eiweißproduzierenden Zellen. Und Sie haben ja gehört, die Myelomzellen machen viel Eiweiß. Und da gibt es so Proteasome drin und die kann man inhibieren. Und wir haben das große Glück, dass Velcade oder Bortezomib das Medikament entwickelt worden ist beim multiplen Myelom. Und das ist heute für viele Patienten die Standardtherapie mit beinhaltet, dass das Velcade dabei ist. Das Thalidomid war dann die Substanzgruppe, das ist eine ganze Gruppe von Medikamenten, die das Immunsystem modulieren, weiterentwickelt worden sind. Und vielleicht kennen auch viele schon den Namen vom Revlimid oder vom Lenalidomid. Das ist eine Weiterentwicklung vom Thalidomid. Und gestern haben wir uns unterhalten, dass es die weitere Weiterentwicklung gibt, dass es das Pomalidomid gibt. Also diese immunmodulierenden Substanzen werden entwickelt und stehen für Sie in Deutschland zur Verfügung. Wir haben in Deutschland die gute Situation, dass aufgrund der gesetzlichen Dinge die Myelompatienten relativ frühzeitig Zugang zu diesen neuen Medikamenten haben. Und in Deutschland ist es eben so, dass Thalidomid, Velcade, das Revlimid für alle Patienten zur Verfügung steht.
für Patienten, die sehr schwierige Krankheitsverläufe wir haben, aber auch die Möglichkeit haben, heute schon das Pomalidomid zu verschreiben. Und einige haben vielleicht auch schon vom Carfilzomib gehört, wenn ganz schwierige Situationen sind, dass das auch eine Möglichkeit ist. Marc Raab wird heute Ihnen ganz viele neue Medikamente vorstellen und sicherlich Ihnen auch zeigen, dass wir große Hoffnungen in diese neuen Medikamente haben, die ganz andere Wirkprinzipe haben. Und wir haben die große Chance, jetzt mit den Antikörpern voranzugehen und hoffen, dass diese Antikörper Ihnen möglichst bald, das heißt in 1-2 Jahren, zur Verfügung stehen. Ein Bild, was furchtbar aussieht. Sie sehen große Schrauben im Knochen drin, Sie sehen Zement im Knochen drin. So soll das Myelom nicht diagnostiziert werden. Das ist eben fortgeschrittenes Myelom mit Frakturen. Das möchten wir nicht. Deshalb versuchen wir aufzuklären, die Orthopäden. Wir versuchen, den Hausarzt zu sagen, es gibt eben diesen atypischen Knochenschmerz, aber ich habe Ihnen auch schon gesagt, das ist nicht einfach, weil viele Menschen Rückenschmerzen haben. Und das andere ist, Sie sehen, man kann operieren. Wir haben auch geguckt, dass man, wie diese Operationen von den Myelompatienten vertragen werden. Relativ gut, kann ich Ihnen sagen. Und was Sie hier sehen, wir beschäftigen uns auch damit als Internisten. Wir sind ja nicht diejenigen, die in den Operationssaal gehen, dass hier Zement reingemacht wird in die Knochenhöhlen, da wo kein Knochen mehr ist, dass wir Zemente entwickeln. Und es ist eins auch unserer Forschungsgebiete, möglichst dort Zemente zu entwickeln, die viele Jahre gut vertragen werden und möglichst gegen das Myelom wirken. Der Jens, der Dr. Hillengast, der im Hörsaal ist, hat sich seit 10 Jahren mit der Kernspintomographie beschäftigt. Und Sie sehen, wir röntgen nicht mehr so den Arm oder so, sondern wir gucken fast in den ganzen Körper rein und wir können diesen Körper analysieren. Und eine Botschaft an Sie ist, wir können eben diese Weichteiltumore insbesondere viel früher im Knochen als auch im Weichgewebe erkennen und letztendlich daraus dann eine Diagnose machen. Und Sie gucken jetzt von vorne in den Patienten rein. Sie sehen hier die Nieren, Sie sehen hier die Lungen und Sie sehen aber hier einen großen hellen Herd und das ist ein Becken, das ist ein Myelomherd, den wir sonst ganz schlecht gesehen haben. Deshalb ist es bei Schmerzpatienten und bei uns in Studien die Regel, dass wir solche Methoden anwenden, um in den Menschen reinzugucken und frühzeitig das zu erkennen. Wir beschäftigen uns auch mit den Genen in den Zellen drin. Sie sehen mal hier ein Bild. Normalerweise bekommen wir von unseren Eltern jeweils einen Gensatz mit bestimmt, dass wir einmal mütterlich 2 Gene haben und väterlich 2 Gene haben. Und wenn man dann bei den Myelomzellen reinguckt, dann sieht man, es kann sein, dass eins zu viel ist. Wir sagen, das ist zu viel genetische Information. Die Zellen teilen sich nicht mehr so, dass das 2:2 ist, sondern Sie sehen mal hier, dass ein Chromosom zu viel ist. Und man kann sich das vielleicht ganz einfach vorstellen. Wenn Sie zu viele Gene haben, dann haben Sie auch zu viel Druck, dass diese Zellen etwas produzieren müssen. Die Gene sind ja eigentlich das, was dann die Zelle auch antreibt. Und so die einfache Kommentar ist, habe ich zu viel genetisches Material? Wir sagen Trisomien, Tri wie 3. Dann ist es so, dass die Zellen einen Überlebensvorteil haben und diese Myelomzellen wachsen. Das ist nicht schön für die Patienten, aber was noch viel schlimmer ist, ist, wenn Gene verloren gehen oder wenn sich Zellen die Gene zusammentun, dann ist es auch nochmal eine Situation, dass eine besondere Bösartigkeit vorliegt und Sie werden heute in einigen Vorträgen hören, dass es aufgrund dieser genetischen Veränderung auch Klassifikationen gibt und dass wir das nicht tun, um uns selbst, wie soll ich mal sagen, Wissenschaft zu machen, sondern dass es auch für die Patienten Konsequenzen hat, wenn wir erkennen aufgrund der genetischen Situation, dass es eine besonders bösartige Myelomerkrankung ist, dann sprechen wir über besonders intensive Therapien oder vielleicht auch verlängerte Therapien, um diese besondere Bösartigkeit intensiv zu behandeln. Wenn Sie hier bei uns in Heidelberg sind, dann ist es so, dass die meisten Patienten Knochenmark punktiert werden und der Unterschied zu anderen Situationen ist, dass wir den Patienten hier 70 bis 80 Milliliter Knochenmark Blutgemisch abnehmen. Das tut weh, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Letztendlich sehen Sie mal hier das und wir haben ja ganz am Anfang gelernt, die Myelomzellen, die sind so ein bisschen bläulich. Die haben an der Seite liegenden Kern, wir sagen exzentrisch. Wenn man ins Knochenmark reinsticht, hat man immer eine Mischung aus Myelomzellen mit Resthämatopoese, mit Restblutbildung.
Und das ist dann die Blutbildung. Hier wären vielleicht die roten Blutzellen draus, die Erythrozyten. Und wenn wir mal gucken, wenn ein typischer Myelompatient punktiert wird, dann haben wir ungefähr 3,8% bösartige Zellen. Das heißt, wenn wir dieses Gemisch analysieren, dann haben wir immer 97% oder 96% gesunde Zellen, 4% Tumorzellen. Und das ist nicht so einfach, aus diesem Verhältnis 96% gesund gegen 4% Tumor etwas zu erkennen. Deshalb wird dann im Labor diese Myelomzellpopulation angereichert und Sie sehen, das sind die Myelomzellen wieder hier, die grünen, und auf einmal sind 97%. Und wenn wir das machen, dann frieren wir diese Zellen weg und wir werden heute am Nachmittag auch diskutieren. Wir gucken uns dann das genetische Material ganz intensiv an und versuchen in Forschungsprojekten in der Zytogenetik eben die Myelomerkrankung besser zu verstehen und dann aus diesen Zellen eben Prognose abzumachen. Das sind so Bilder, die Sie manchmal heute in Vorträgen sehen werden. Das sind dann die Gene, die exprimiert sind, die also besonders aktiv sind. Und wir versuchen zu erkennen, welche Gene bei den Myelompatienten besondere Rollen spielen. Das ist natürlich ein Schaubild, was ich Ihnen hier zeige. Das ist, die Welt ist nicht so. Wir gucken nach 30.000 Genen, die in Computeranalysen bearbeitet werden müssen. Und das ist so, dass wir mit 4 Biostatistikern fast vollzeitig zusammenarbeiten, um all diese Dinge mathematisch aufzuarbeiten in relativ großen Computersystemen. Und wir werden jetzt für 1 Million Euro Speicherplätze in Baden-Württemberg belegen, um Material von Patienten verschlüsselt auf verschiedenen Servern abzuspeichern und das im Sinne einer Systemmedizin zusammenzuführen. Das ist sicherlich eine neue Herausforderung, diese großen Datenmengen von den Patienten dann gut aufzuarbeiten. Und das wird auch heute in dir gezeigt werden, dass wir die Patienten besser untersuchen, dass wir die Risiken, die im Patienten drinstecken, die gar nicht in der Krankheit drinstecken, besser zu analysieren. Und dort werden noch größere Datenmengen erhoben, die wir dann versuchen, vergleichend mit Spezialisten für große Datenmengen auszuwerten. Gut, ich hatte Ihnen gesagt, Kontergan. Thalidomid war die erste Substanz, die 1999 das Myelom verändert hat. Wir sind sehr froh, dass Bart Balorgi damals 3 Patienten behandelt hatte und das große Glück hatte, dass 2 angesprochen haben. Sie sehen, wir wissen heute immer noch nicht so ganz genau, wie das Thalidomid wirkt. Es ist eine wirksame Substanz. Wir haben gehört, es gibt Abkömmlinge wie immunmodulierende Substanzen, das ist sicherlich ein Riesenfortschritt für die Patienten. Thalidomid hat eine sehr unangenehme Eigenschaft, es macht die Nerven taub, es macht, wir sagen, Nervenschäden. Wir haben die Situation, dass wir heute einen Abkömmling haben. Wenn Sie mal gucken, das sieht ziemlich ähnlich aus, aber die Botschaft ist, dass dieses Lenalidomid intensiver wirkt und heute dem Thalidomid in der Regel bevorzugt wird. Wir haben gehört, es gibt diese Proteasom-Inhibition. Das ist das Bortezomib und wir haben das große Glück, dass in Deutschland dieses Bortezomib für alle Patienten in der Primärdiagnose möglich ist. Wir wollen weiter und das ist auch ein Punkt, der heute von Mark Grab nochmal angesprochen wird. Die Myelomzellen, die Sie hier wiedererkennen, an der Seite liegender Kern, dann dieses blaue Zytoplasma, die haben bestimmte Merkmale. Und weltweit wird geforscht, um diese Merkmale zu erkennen. Wir sind froh, dass wir einige Merkmale erkannt haben, die ganz überwiegend auf Myelomzellen sind. Und das ist so ein Merkmal, wir sagen Cluster of Differentiation. Das wird dann abgekürzt für die Ärzte als CD38. Wenn man guckt, diesen Antikörper, diese Besonderheit der Zelle, ist ganz überwiegend auf den Myelomzellen. Und die gute Nachricht für Sie ist, es gibt 2 Antikörper gegen CD38. Beide Antikörper sind von ganz großen Firmen gekauft worden für viele 100 Millionen Dollar und die Industrie setzt die Hoffnung da rein, dass diese Antikörper bald zur Verfügung stehen. Ich habe auch ganz bewusst die Summe genannt, die die Industrie dort investiert, weil das natürlich auch zeigt, mit welchem Interesse die Myelomerkrankung im Augenblick beforscht wird. Und wir hoffen sehr, dass insbesondere dieser CD38-Antikörper der erste Antikörper sein wird, der ohne andere Medikamente gegen die Myelomzellen wirkt. Und wir sind dabei, mit deutschen Zulassungsbehörden zu reden, wie man das am besten macht, dass die Patienten möglichst bald in Studien an diesen Antikörper, mit diesem Antikörper behandelt werden können. Wenn man guckt, Sie sehen eine ganze Reihe von anderen Antikörpern, die es hier gibt und Sie werden auch heute noch hören, dort Studien sind. Was auch hier in Eigendarstellung, warum sind Sie hier nach Heidelberg gekommen?
Wir beschäftigen uns seit 92 mit Myelomen besonders. Sie sehen, dass viele Patienten den Weg zu uns suchen, dass wir das große Glück haben, dass wir viele motivierte Kollegen haben, die seit vielen Jahren sich mit der Krankheit beschäftigen. Und wir hatten gestern die Situation, dass aus Deutschland eben viele Kollegen hier waren, um uns mit uns abzustimmen, gemeinsam über das Myelom zu sprechen, dass nicht bloß in Heidelberg das gemacht wird, sondern dass wir gemeinsame Vorstellungen haben. Und wir haben eine Studiengruppe, die von uns aus mitgeleitet wird. Und wir beschäftigen uns natürlich auch mit besonderen Formen wie Myelom und Nierenversagen. Oder wir haben ein Amyloidosezentrum, wenn diese Eiweißablagerungen sind und die Organe geschädigt sind, dass wir dort mit Spezialisten zusammenarbeiten. Wir versuchen hier besonders neue Medikamente zu entwickeln. Sie haben gehört, wir haben die Studien. Und das soll heute Ihnen Mut machen, das DIA kommt mit Sicherheit nochmal. Das soll Ihnen zwei Dinge mit auf den Weg geben. Myelom ist immer noch eine ganz furchtbare Krankheit. Das waren die Überlebensraten von Patienten, bevor neue Medikamente zur Verfügung standen. Das heißt, nach 15 Jahren haben 20% der Myelom-Patienten gelebt. Das ist furchtbar, das ist ja auch für alle ganz schlecht. Aber die andere Botschaft ist, es ist nicht so, wie ich Ihnen gezeigt habe, dass nach 3 Jahren alles zu Ende ist, sondern dass Patienten, die sehr intensiv behandelt werden, durchaus die Chance haben, 20 Jahre zu leben. Und Sie sehen eine zweite ganz wichtige Botschaft, die ich Ihnen heute mit auf den Weg geben will. Hier ist 2007 und das ist bis 1999. Hier ist ein Unterschied von 28%. Es geht bergan und das wird heute auch sicherlich ein ganz entscheidendes Element des Tages sein, dass wir uns weiter bemühen, dass diese Kurve nach weiter oben geht. Und der Bart Balorgi, den Namen haben Sie schon gehört, der ist immer visionär, der würde uns heute bestimmt sagen, dass es bewiesen ist, dass diese Kurve hier hinten ankommt. Wir müssen die Zeit laufen lassen, wir müssen das wirklich auch durchleben, dass das so ist. Aber die Statistiker sagen natürlich, wenn das hier vorne viel, viel besser ist, dann wird es auch auf die lange Sicht für die Patienten besser. Und wir hoffen eben, dass nach 10 Jahren die meisten Myelompatienten leben. Man muss natürlich auch sagen, die jungen Myelompatienten insbesondere. Und das wird heute den Tag bewegen. Wir beschäftigen uns auch nicht mit uns selber nur. Professor Ho wird nachher kommen. Sie sehen, das ist Professor Harald Zuhausen, der Nobelpreisträger hier aus Heidelberg. Wir haben mit ihm auch diskutiert über mögliche Ursachen Viren und Myelom. Das sind ganz exponierte Myelomforscher aus aller Welt, die 2011 hier waren, 2013. Wir machen also auch für Ärzte Symposien, die weltweit angenommen werden, um uns gemeinsam abzustimmen mit den amerikanischen Kollegen, aber auch weltweit. Was sind die besten Studien? Wo geht's hin? Paul Richardson besonders für neue Medikamente, Niklas Kröger aus Hamburg für die allogene Transplantation, Murray Gertz aus Rochester aus der Mayo Klinik, sicherlich auch ganz viel Erfahrung für die Prognose. Das ist das, womit wir uns im täglichen Leben beschäftigen. Sie sehen ganz viele bunte Farben. Wir versuchen hier in Heidelberg für die Patienten anzubieten, dass jeder Patient die Möglichkeit hat, in eine Studie zu kommen. Wenn ich das sage, haben Sie auch gehört, wir versuchen das anzubieten. Da ist sicherlich ganz viel Arbeit dahinter, diese Papierberge zu bewegen, dass wir die Möglichkeit haben, in Studien Patienten zu behandeln. Sie werden heute auch noch was zu Studien hören. Das hat für beide Seiten besondere Bedingungen. Es gibt verschiedene Phasen von Studien. Es gibt sehr frühe Studien, wo eine hohe Patientensicherheit gegeben werden muss. Aber Sie sehen, es gibt auch Studien, wo wir sehr, sehr viele Patienten einschließen. Zum Beispiel in eine unserer Primärstudien, dass 167 Patienten hier in Heidelberg eingeschlossen sind. Und wir geben auch Medikamente gegen das Myelom das erste Mal im Menschen, das heißt First in Men. Das machen wir gemeinsam mit der Abteilung für klinische Pharmakologie, wo die Patienten ganz besonders überwacht und intensiv beobachtet werden. Das ist so eine Studie, die Sie nachher mal hören. Wenn wir Patienten in Studien behandeln, wir sehen sie 60 Mal in den Studien. Sie müssen Unmengen Papier ausfüllen, Sie haben ein Patiententagebuch. Andersrum, das ist heute notwendig, um wirklich die Medikamente, die Response, die Nebenwirkungen der Medikamente gut zu analysieren. Für die Patienten, Patiententagebuch, viele Meldungen, für uns noch mehr Meldungen und noch mehr Papier. Aber wir tun das gern, um die besten Kombinationen, das sind verschlüsselte Medikamentenkombinationen, zu attesten. Wir überlegen, wie lange müssen wir die Patienten behandeln, müssen wir das über viele Jahre tun, was bedeutet das für den Patienten, können wir vielleicht eher aufhören, kann der Patient ohne Medikamente sein,
kann er in der Remission, braucht er überhaupt ein Medikament? Die Amerikaner sagen, das sind dann Ferien vom Doktor, da geht es dem Patienten am besten, wenn er die Ferien hat und den Doktor nicht sehen muss. Andersrum gibt es auch Hinweise, dass man vielleicht die Patienten dauernd behandeln muss, weil diese Fragen nicht beantwortet sind. Versuchen wir das in Studien abzubilden und ich kann nicht nur sagen, versuchen. Wir sind den Kollegen als auch den Patienten dankbar für die Arbeit und für das Vertrauen, dass wir in Deutschland hier in der Lage sind, solche großen Studien zu machen. Ich möchte mich bedanken, wenn ich hier rede, sind immer viele im Boot, die uns unterstützen. Natürlich das Vertrauen der Patienten, die Ärzte, das Pflegepersonal und Sie sehen drüber Geldgeber, die uns unterstützen. Wir sehen auch, dass viele Patienten einen großen Weg auf uns nehmen, dass wir von verschiedenen Stellen der Bundesrepublik aufgesucht werden. Und jetzt habe ich zwei Dias vergessen, das ist so, wir versuchen mit den Kollegen zusammenzuarbeiten, dass wir vertragsmäßig das festlegen, welche Arbeiten müssen in einem Myelomzentrum gemacht werden, welche Situationen können in der Praxis beim niedergelassenen Hämatologen gemacht werden, dass man nicht alles am Zentrum machen muss, sondern dass wir uns da auch sehr exponiert haben, Arbeitsteilungen vorzunehmen und dass die Patienten nicht immer längere Wege in Kauf nehmen müssen. Es ist viel im Internet zu lesen für Myelompatienten. Es gibt die verschiedensten Homepages. Ich sage immer so, ja, einmal reingucken, das verfolgen. Es ist ziemlich schwierig, das alles für den Patienten zusammenzufügen. Und ich denke, heute ist ein Tag, das auch Gesicht zu Gesicht zu diskutieren, welche Fragen sind für Sie. Bitte nicht konkret auf die eigene Person eine Frage stellen. Lieber eine allgemeine Frage, wenn man zu einem Patienten was ganz spezifisch beantworten will, braucht man Zeit. Man kann nicht A oder B sagen. Das ist immer ein Patient mit Myelom, das ist nicht ein Myelom alleine, sondern zu dem Patienten gehört eine ganze Menge andere Dinge wie Begleiterkrankung, soziale Situation. Und wir können in solchem großen Hörsaal Einzelfragen zur Prognose ganz, ganz schlecht beantworten. Wir haben deshalb die Möglichkeit in Seminaren, in Kleingruppen, das heute zu diskutieren. Und die Kollegen, die heute hier sein werden und Ihnen zur Verfügung stehen, sind auch sicherlich gern bereit, mal in der kleinen Ecke hier draußen neben dem Hörsaal ein Gespräch kurz zu führen. Aber verstehen Sie das bitte, es ist kein böser Wille von uns, wenn wir Ihnen zu einer konkreten Situation, zu Ihnen eine Antwort geben, da brauchen wir Zeit und das geht im großen Hörsaal nicht. Wir sind gern bereit, allgemeine Fragen zu beantworten. Wie lange muss man Bisphosphonat geben? Was ist vielleicht zu beachten allgemein? Diese Dinge sollten sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir haben die Möglichkeit, noch 7 Minuten Fragen zu beantworten.